Hallo zusammen. Heute fangen wir an mit unserer Personalvorstellung und habe hier meinen lieben Kollegen, den Egon Miller. Hallo Egon. Hallo Marc. Kleine Vorstellungsrunde zu dir. Wer bist du? Wie lange bist du schon im Betrieb und was machst du hier? Ja, Marc, ich bin bei uns im Büro, Buchhaltung, Kunde, Lieferante, alles, was dazugehört. Ich bin seit 27 Jahren im Betrieb, fast taggenau, und komme hier aus der Gegend und mir gefällt es hier wunderbar. Und was sind deine Instrumente, die du spielst? Also meine Hauptinstrumente oder mein Hauptinstrument ist Klavier, spiele aber natürlich auch Akkordeon oder zum Beispiel Schlagzeug. Okay. Auch in der Band oder allein oder? Früher sehr viel in Bands, sehr viel als Alleinunterhalter. Heute nur noch auf dem Klavier allein, hauptsächlich allein. Okay. Und du machst ja auch die ganzen Versicherungen und so weiter. Kannst du da Also, mal eine Kleinigkeit dazu sagen? bei uns gibt es Instrumenteversicherungen, wo dann zum Beispiel das Instrument, das man kauft, der Trompete oder Saxophon, jedes Instrument versichert werden kann. Spielt auch in der Vermietung nachher eine Rolle, denn da sind die Instrumente auch versichert. Und das ist quasi ein rundum sorglos Paket, so eine Art Vollkaskoversicherung wie beim Auto. Okay, und diese Miete, was du gerade angesprochen hast, was ist denn das? Genau, in der Miete ist bei uns die Versicherung mit enthalten. Das heißt, man kann ein Instrument erstmal ausprobieren durch eine Miete, man muss es nicht gleich kaufen und hat aber diesen Schutz durch die Versicherung damit dabei. Also ich kriege das im Schlagzeugbereich oft mit, dass die Leute dann vom Onkel irgendwie das alte Schlagzeug bekommen, das eigentlich gar nicht passt fürs Kind, viel zu groß ist und so, dann hocken die Kinder da, das ist wie Schuhgröße 44, dann das Kind wächst schon rein. Also das ist eigentlich eine gute Geschichte, so eine Miete, dass man einfach das passende Instrument, auch bei der Gitarre natürlich, für die Kinder dann hat. Bei der Gitarre ist das ein ganz gutes Beispiel, weil die kleinen Kinder, die anfangen zum Spielen, die haben natürlich nur kurze, kleine Finger und brauchen somit eine entsprechend kleine Gitarre, sonst vergreifen sie es nicht. Und je größer sie wären, desto mehr wächst die Gitarre mit. Und das ist natürlich durch ein Mietsystem super geeignet. Aber nicht nur für Kinder, sondern auch als Erwachsener, wenn man dann als Spätberufener anfangen möchte, dann kann man erstmal probieren, liegt mir ein Saxophon, liegt mir Trompete oder möchte ich doch lieber Klavier lernen. Okay, ja, ist gute Sache. Wie sieht es denn mit dem Kauf dann aus? Beim Kauf ist es so, dass man die Mieten, die bis zu 12 Monaten zahlt worden sind, zu 100% anrechnet. Okay, also verliert man kein Geld, sondern kann einfach mal in Ruhe testen und dann kann man es abkaufen. Genau. Ja. Was gibt es denn sonst noch zu dir zu sagen hier, hausintern? Was machst du sonst noch? Also Sie werden mich oft am Telefon an der Zentrale erreichen. Sie werden mit mir zu tun haben, wenn es ums Thema Werbung geht. Da entscheiden wir dann gemeinsam mit der Geschäftsleitung, was wir im Falle der Anfrage tun, wie man sie unterstützen kann, was wir natürlich sehr gerne tun. Okay, alles klar. Dann vielen Dank fürs Gespräch Vielen und Dank. bis bald. Ja, danke schön. Ciao.